Willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Attack of the B-Team. Es ist ein Modpack, ich habe es noch nie gespielt und ich starte jetzt gleich mal rein. Alles Singleplayer, Create New World. Jetzt einfach mal, keine Ahnung, Let's Play. Survival, my world, default, supply, large, so plenty. Das ein, das aus. Ja, das kann ich mal einmachen. Jo. Dann starten wir auch. Ich habe es noch nie gespielt. Das ist jetzt die erste Welt, die ich generiere. Bin mal gespannt, wie es wird. Und jo. Das dauert wahrscheinlich ein wenig länger. Geht doch noch recht zügig. Ups, ist eine Flasche umgefallen. Wieder aufrichten. So. Okay, jetzt bin ich drin. Läuft recht flüssig, also kann sich nicht beschweren. Ashblock. Okay, Ash. Also, wow, hier gibt es richtig viele Bücher gleich. Okay. Okay. Dann. Das hier und Heroes and You. Okay. Gleich mal 105 Seiten, ja. Phänomenal. Tinker's Construct ist drinnen. Beim so Plant ist. Soundcraft weiß ich gar nicht. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal sehr nice aus. Okay, genau das sollte ich vermeiden. Jetzt muss ich kurz Options. Recipe Mode. Sollte es mir nachher die. Nein, will ich nicht. Okay. Dann das. Okay, sind ganz viele verschiedene Blöcke. Wie auch. Alter, viele Blöcke. Ohne Witz. Okay. Sieht doch schon mal recht cool aus. Ja, kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Okay. Und kann man Schwerter craften? Ja, kann man. Ist nämlich nicht üblich bei Biome so Plenty, dass man die direkt so craften kann. So, okay. Auf jeden Fall starte ich jetzt gleich mal. Genau, die schmeiße ich da unten hin. Da können sie machen, was sie wollen. Mit M kann ich, glaube ich, die Karte öffnen, ganz genau. Hier kann ich ja gleich mal den Waypoint setzen. Namens. On. On. Ja, Group. Alles in Ordnung. Perfekt. Das müsste hier genau so ein Marker sein. Genau. Da muss ich nach Wolken, weil hier glaube ich Blöcke sind. Und ja, was habe ich denn für eine Schwierigkeit? Normal, was eigentlich recht okay ist. Genau, jetzt musste ich ja noch mit Doppel-W sprinten. Ja, perfekt, ist gleich ein Baum drin. Beziehungsweise Holz. Ja. Ja, die spawnt direkt auch cool. Da drüben sind so Palmen. Da gefällt auf jeden Fall schon mal gleich recht gut. Da drüben sehe ich, was soll ich sagen, so eine Art Tower. Da gehe ich nach auch nochmal vorbei. Hier, die spawnt gleich alles. Ja, okay. Oh, was ist das? Iris, ich glaube, daraus kann ich mir dann Pina Colada machen, um in die Welt von Schottencraft zu gehen. Da gehe ich auf jeden Fall auch bald mal rein. Auf jeden Fall, denn die Welt gefällt mir super gut, die Dimension. So, perfekt, die despawn gleich alles. So will man es haben. Da kann ich mir gleich mal ein wenig was craften, und zwar mal eine Spitzhacke für ein Schwert. Und. Och. Da unten sehe ich schon Diamanten und Eisen. Perfekt, kann ich mir gleich abbauen. Ja, cool. So, machen wir gleich mal eine Spitzhacke aus Stein, um das Eisen abbauen zu können. Sollten drei Blöcke sein, ist aber nur einer. Hier ist es recht dunkel. Ist hier noch wo Eisen? Ich habe gar kein Schwert, scheiße. Ja, da drüben habe ich Eisen gesehen. Ich
ich jetzt mit der Spitzhacke das Skelett. Jetzt kann ich mich auch in ein Skelett verwandeln. Wo habe ich jetzt gerade das Eisen gesehen? Auch mal Diamanten. Cool. Eisen. Irgendwo hier war doch Eisen. Iron Ore. Perfekt. Recht viel. Das reicht erstmal. Den Rest kann ich mir danach aus Eisen machen und Diamant. Oder halt den Rest kann ich mir aus Diamant machen. Gibt es ja gleich richtig viel Diamanten. Gefällt mir. Finde ich cool. Denn ich glaube, es ist auch so ein PvP-bezogenes Modpack wie Hexit, welche ich richtig feiere. Lol. Wieso brennt? Achso, ich bin ein Skelett. Bitte hör auf zu brennen. Controls? Nee, Controls. Gibt es irgendwo Morph? Escape. Chimus O. Morph. Right. Wie kann ich jetzt zurück morphen? Ah, hier, okay. Das ist der Knopf hier. Das müsste ich wieder ich sein. Ja, perfekt. Cool. Feiere ich ein wenig den Morph-Mod. Vor allem, wenn ich danach eine Ding kille. Eine Fledermaus, kann ich nämlich fliegen. Wäre auch cool. Habe ich noch Kohle hier irgendwo? Nein. Ich kann vielleicht mit dem Holz ein bisschen was brennen. Das da rein und vielleicht ein paar Setzlinge. Die können mal munter brennen. Ah, ne, hier ist Kohle. Kohle. Perfekt. Ich bräuchte Essen. Gibt es hier irgendwo Mobs? Gibt es hier irgendwas, was ich essen kann? Kokobin. Cool. Wo bekomme ich den? Tomato Seed. Rice. Ah, kann ich auch essen. Cool, ich muss hier eigentlich mal das Zeug ein bisschen farmen. Wie viele Seeds hier auch rauskommen können und auch wie viel Zeug. Hier ist nochmal Reis. Perfekt, noch einmal Reis, dann wäre ich wieder voll. Cool. Food Plus. Perfekt, das war's dann auch schon mit dem hier. Nee, das baut. Ah, das baut im Moment nicht, das kommt mal zurück. Hier kommt so. Und das hier. Cool. Hier mache ich mir gleich mal. Das sieht nicht werkbar aus. Irgendwie komisch. Naja. Haben wir jetzt hier erstmal eine Spitzhacke. Für die ganzen Dias, die da unten schon auf mich warten. Baue ich auf jeden Fall gleich ab. Direkt drei Stück. Da mache ich mir, glaube ich, gleich eine Dia-Spitzhacke draus. Und das sollte ich dann nahezu alles abbauen können. Cool. Zack, das kommt direkt auf die 1. Eigentlich ist das hier Aluminium Ore. Lead Ore. Silver Ore. Gibt es hier eigentlich Rubin gibt es. Wie heißen denn die Smaragde? Ah, genau, Emerald. Emerald. Okay, Emerald. Waffen gibt es keine. Okay. Was ist das denn? Quantum Dust. Daraus kann ich Quantum Goggles machen, okay. Hier nehme ich gleich mal fast alles mit. Kann man ja eben eine immer mal brauchen. Glaube ich mal. Silver Ore. Mal schauen, was ich mir daraus machen kann. Drücke ich jetzt noch mal oben. Ich glaube, die Werkbank habe ich hier mitgenommen. Nein, ich glaube nicht. Was ist das für ein Buch? Okay, irgendwas anderes. Das ist Lapis Lazuli. Das ist Gold. Shock Trust. Ah, hier kommt Reis raus. Hin und wieder mal. Bei dem Biomes hat plenty Zeug da. Das nehme ich mit. Und das nehme ich mit. Cool.
nämlich gleich das Gold mit. Kann man schließlich auch immer brauchen. Vor allem, ich glaube, eher Gold wird hier das Manko sein als Diamanten. So. Perfekt, habe ich gleich das ganze Gold mit. Und hier noch das hier. Der Lapis. Da unten waren ich auch noch jede Menge Dias. Halt jede Menge ein paar auf jeden Fall. Hier das Redstone nehme ich vielleicht auch noch mit. Dann ist auch gleich mal mein Inventar voll. Copper noch. Vielleicht hole ich mir unten noch die Dias. Ja, die hole ich mir schnell. Schnell, schnell, schnell. Den attackiere ich jetzt mit meiner Spitzhacke. Dias. Okay, gibt es auf jeden Fall schon mal. Es wird einiges an Ores. An Dias. Limestone, okay. Den kann ich mir dann gleich Dierschwerter draus machen. Oder zumindest mal eines. Mehrere brauche ich ja nicht. Krass, wie viel Dias! Brustpanzer kann ich mir gleich auch draus machen. Da ist ja noch mehr. Der übertreibt halt. Naja. Okay, aber ich glaube, es wird noch recht hart werden. Jetzt bin ich ein Creeper. Ich glaube, das hier sein. Nee, eigentlich wäre ein Creeper besser. Da mich dann die anderen Mobs nicht angreifen. Außer Creeper. Quasi, die kennen sich ja untereinander, sage ich jetzt mal. Aber ein Skelett weiß jetzt nicht, ob ich ein richtiger bin oder ein falscher. Ist dort noch was? 18 Dias. Genug, nochmal Dias. Das ist Copper Ore. Ja, ich meine, Aluminium Ore. Vielleicht auch noch mit. Ein bisschen Lead Ore, Silver Ore. Nicht so vieles. So, irgendwas tropft hier. Tin Ore. Habe ich das auch schon? Nein. Nehme ich gleich ein bisschen was von allem mit. Das ist auch. Das ist die Lead. Lead habe ich schon. Silber. Eisen. Was ist das da drüben? Stahl, glaube ich. Ne, Silber. Skelett. Mal rein theoretisch. Es greift mich doch an. Okay. Ich gehe jetzt hier erstmal raus. Oh. Mach hier zu. Und ja. Leide an Hunger. Und ich kann mich mal kurz hier. Ich schwimme mal auf die andere Seite rüber. Da sind nämlich Kokosnüsse. Sollte man vielleicht erst noch ein bisschen was an der Rüstung machen und danach gleich mal die Folge beenden. Ich glaube, ich beende jetzt die Folge. Dann sage ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, bis zum nächsten Video.